Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich den Eindruck, Olaf Scholz würde jede Woche eine Regierungserklärung halten. Diese war aber dann doch besonders. Er hat nochmal die Solidarität Deutschlands mit Israel betont, hat auch über den hierzulande grassierenden Antisemitismus gesprochen, nachdem in Berlin eine Synagoge angegriffen wurde und judenfeindliche Sprüche gerufen wurden auf Protesten, vor allen Dingen in Neukölln auf der Brunnenallee. Er hat dann auch viel über Migration gesprochen und hier wurde es tatsächlich sehr interessant, denn die Koalition ist ja nicht einig über die Migrationspolitik der Ampel und er hat jetzt sehr klar gesagt, wofür er steht. Er wolle die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen und zwar auch noch weiter. Das sind Töne, die wir bislang von Olaf Scholz so eigentlich nicht gehört haben. Er hat auch viel freier gesprochen, er hat gelassen gewirkt. Ohne Und Vorbedingungen das ist gelassen. dieser Kanzler, von dem wir als politische Berichterstatter oft gehört haben, dass es ihn gibt. Vor allen Dingen in Runden, wo nur die Koalition zusammenkommt oder nur die Fraktion zusammenkommt. Jetzt aber hat auch die Öffentlichkeit diesen Olaf Scholz gesehen und es wirkt schon ein bisschen wie ein Kurswechsel, Schwierig als ist es, wolle die er Ampel zu stärker überzeugen, dass als sie sich Führungskraft bewährt. in die Koalition hineinwirken. Und das ist spannend.